Moin Leute, in diesem Video geht es nochmal um den JSON-Konverter für Access und Excel. Wie man das Modul installiert, habe ich bereits in diesem Video gezeigt. Wir schauen uns jetzt an, wie man damit Daten im JSON-Format erzeugen kann. Eine Tabelle im JSON-Format kann dann so aussehen. Dieses Format wird benutzt, um Daten zwischen Anwendungen auszutauschen, zum Beispiel Webserver und Webbrowser. Der JSON-Konverter kann sowohl in Access als auch in Excel verwendet werden. Wir arbeiten mit Collections und Dictionaries. Um die Dictionaries zu benutzen, muss man die Microsoft Scripting Runtime einbinden. Der JSON-Konverter ist also hier als Modul integriert und nun kann ich damit Objekte erzeugen. Fangen wir mal mit einem Array an. Ich erzeuge ein Collection-Objekt und über die Add-Methode füge ich die einzelnen Elemente an. Abrufen kann ich den JSON-String dann über die Convert-to-JSON-Methode. Die Collection wird an die Convert-to-JSON-Methode übergeben. Ein Array ist dann immer in die eckigen Klammern eingeschlossen. Schauen wir uns als nächstes ein JSON-Objekt an. Das wird eine Zeile dieser Tabelle sein. Wir haben es mit Key-Value-Paaren zu tun, also Spaltenüberschrift und Feldinhalt. Da nehme ich ein Dictionary. Ich füge immer einen Key und ein Value an. Im Gegensatz zu einer Collection ist bei dem Dictionary der Key Pflicht. Man kann hier als Argument noch Whitespace 2 angeben. Das führt zu einer anderen Ausgabe, nämlich diese hier, die besser zu lesen ist, gerade natürlich bei längeren Strings. Also ein JSON-Objekt ist dann nicht in eckigen Klammern eingeschlossen, sondern in diesen Curly Brackets. Wir hatten also das JSON-Array, was einfach eine Auflistung von Elementen ist. Dann hatten wir das JSON-Object, was aus Key-Value-Paaren besteht. Und was kommt jetzt noch? Logisch, eine ganze Tabelle als JSON-Object. Hierfür nehme ich ein Dictionary und eine Collection. Ich erstelle ein Dictionary aus der ersten Zeile der Tabelle, dann adde ich das Dictionary zu der Collection und leere das Dictionary wieder. Anschließend das gleiche nochmal mit der zweiten Zeile der Tabelle. So sieht das Ergebnis aus. Man sieht, dass der Text in eckige Klammern eingeschlossen ist und somit ein Array darstellt,
was als Elemente ein JSON-Objekt jeweils enthält. Ich habe diese Funktion einmal so aufgebaut, um das Prinzip möglichst einfach zu veranschaulichen. Bei einer ganzen Tabelle muss man natürlich mit einer Schleife arbeiten. Das sieht dann so aus, dass ich die Tabelle in ein DAO-Record-Set hole und für jede Zeile ein Dictionary erstelle, welches dann an die Collection angehängt wird. Der Excel-Programmierer benutzt dann hier ein Range-Objekt anstatt des Record-Sets. Eine weitere JSON-Struktur habe ich noch auf Lager. Hier ist ein JSON-Objekt, in dem sich ein Array befindet. Der Key ist hier Besetzung und dazu gehören aber mehrere Values. Also ein Key mit einem Array. Dazu erstelle ich, wie schon gezeigt, ein Dictionary. Anschließend eine Collection mit den Values. Und hänge dann die Collection an das Dictionary an mit dem Key Besetzung. Das war's auch schon. Und wenn man jetzt mehrere solcher Objekte aneinander hängen will, dann muss man natürlich eine Collection nehmen und solcherlei Objekte dann dort anhängen. Das war mein Video zum Thema JSON-Objekte in VBA erstellen. Ich hoffe, es war interessant. Falls ja, liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Video.